Ja, wunderschön, wunderbar. Lied 1, das wir gemeinsam gesungen haben, und das zweite jetzt, ist einfach so zu Herzen gehend, wenn man weiß, dass man in Gott getragen ist, dass man Vergebung der Schuld hat und dass man weiß, auch in stürmischer Zeit ist man in seinen Händen gut aufgehoben. Und ich möchte euch begrüßen zu diesem Thema heute. Das ist ja nicht so einfach, Lebensstürme. Ja, wir sind gespannt heute, uns über dieses Thema Gedanken zu machen. Lebensstürme, wenn der Alltag zu schwer wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr gerade in eurem Alltag so vorankommt oder nicht, oder wie es generell um euren Alltag jetzt gerade beschert ist. Aber wir werden uns wahrscheinlich alle recht geben, dass unser Leben Höhen und Tiefen gleicht. Also das ist kein Leben, was immer geradeaus geht, immer auf lichten Höhen, dass wir da unterwegs sind und alles klappt immer wunderbar und alles ist immer eitel Sonnenschein. Nein, das ist ganz und gar nicht so. Unser Leben ist eher andersrum. Es ist zwar auch sonnig, aber es gibt auch viele Wolken in unserem Leben. Und wenn man auch so in die Kirchengeschichte reinschaut, bei Luther zum Beispiel, der bestätigt das immer wieder. Immer wieder hat er das gesagt, dass wir durch Drangsale gehen, durch Schwierigkeiten, durch Wolkenbrüche, durch Stürme auch. Und dass es das nicht leicht ist, aber dass Gott uns beisteht, dass wir in Jesus Christus wirklich da die Fülle haben, die uns hilft, die uns zur Seite steht. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Und diese Geschichte ist authentisch, sie ist echt. Das ist Horatio Gates Spafford. Der hat gelebt von, hier steht es ja da, 1828 bis 1888. Es war ein Christ, jemand, der Jesus nachgefolgt ist, und er hat auch ein ganz bekanntes Lied geschrieben, und dieses Lied heißt "Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt". Und dieser Horatio studierte Rechtswissenschaft und war als erfolgreicher Rechtsanwalt in Chicago tätig. Er besaß im Stadtzentrum Chicagos ein paar Immobilien und Ländereien entlang den Ufern des Michigansees. Dann gab es ein Feuer 1871, das sogenannte Chicago-Feuer, und das zerstörte all seinen Besitz. Seine materiellen Verluste waren außergewöhnlich. Also wenn man alles verliert, dann ist eben auch alles weg. Spafford war bekannt als ein aufrichtiger und hingegebener Christ. Im Herbst 1873 entschied er sich, mit seiner gesamten Familie nach England zu reisen. Sie wollten einfach die Ferien dort verbringen, sie wollten Urlaub machen, also einmal quer über einen großen Teich. Er selbst, also Horatio selbst, den ihr hier auf dem Bild seht, wollte in England seinem Freund Dwight Moody helfen, in England, der dort gerade an der Arbeit war, um missionarisch tätig zu sein. Evangelisation hat er gemacht. Es war aber so, dass Spafford unerwartet wegen einer dringenden Geschäftsangelegenheit in Chicago bleiben musste. Nun, die Familie setzte sich zusammen und der Familienvater bestimmte, dass seine Frau Anna, die seht ihr hier, mit den Kindern an Bord des französischen Dampfers Villers du Havre, oder wie man das ausspricht, wie geplant abreisen sollte. Er selbst wollte dann, wenn er die Sachen erledigt hatte, die geschäftlichen Dinge, nachreisen. Am 2. November 1873 wurde das Passagierschiff mitten auf dem Atlantischen Ozean durch ein englisches Containerschiff gerammt. Auf diesem Schiff war halt die Frau von Spafford und seine drei Kinder. Vier Kinder, seine vier Mädels. Spaffords vier Töchter, Anna 11, Maggie 9, Bessie 7 und Tanetta 2, wurden alle über Bord gespült. Und das Schiff sank in nur 12 Minuten. 226 Passagiere ertranken bei diesem Unglück. Mrs. Anna Spafford, eine von den wenigen, die überlebten, schrieb dann später:
Ihre letzte Erinnerung war ihre kleine Tanetta gewesen, die durch die Kraft des Wassers aus ihren Armen gerissen wurde. Das ist also hier die ganz rechte, die kleine. Sie selbst wurde von einem Matrosen am Arm festgehalten und gerettet, also die Mutter. Ihrem Ehemann sandte sie das herzzerreißende Telegramm von unterwegs: Alles ist verloren, nur ich habe überlebt. Nach dieser schrecklichen Nachricht segelte Spafford sofort mit schwerem Herzen nach England ab, um seiner leidgeprüften Frau beizustehen und sie zu trösten. Bertha Spafford, Fester, also eine Tochter von Horatio Spafford, schrieb über seine Überfahrt in ihrem Buch Unser Jerusalem, also eine spätere Tochter: Vater war überzeugt, dass Gott gut ist und dass er seine Kinder im Himmel wiedersehen wird. Also die vier, die es aus dem Boot gespült hat. Dieser Gedanke beruhigte sein Herz. Als er auf der Reise über den Atlantik war, bat Herr Goodwin, der Kapitän, meinen Vater in seine private Kabine. Also als der Horatio den dann nachgefahren ist, der Frau. Der Kapitän bat ihn in seine Kabine und er sagte zu ihm: Eine vorsichtige Berechnung ist vorgenommen worden und ich glaube, dass wir jetzt genau in diesem Moment über dem Bereich unterwegs sind mit dem Schiff, wo der schreckliche Unfall passiert ist. Und die spätere Tochter schreibt weiter: Vater schreibt an Tante Rackle: Am Donnerstag befanden wir uns über der Stelle, wo das Schiff im mittleren Ozean versank. Das Wasser ist 3 Meilen tief. Aber ich denke nicht an unsere Lieben dort. Sie sind sicher und geborgen in den Armen des guten Hirten im Himmel. Und nicht mehr lang werden wir auch dort sein. In der Zwischenzeit danken wir Gott und haben noch Gelegenheit, ihm zu dienen und ihn zu preisen wegen seiner Liebe und seiner Gnade zu uns. Nach der Unterredung mit dem Kapitän Goodwin hat Spafford nachts die Worte des Liedes niedergeschrieben, das jetzt schon weit mehr als über 100 Jahre alt ist und Millionen Menschen zum Segen geworden ist. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt: mir ist wohl in dem Herrn. Ja, mit dieser Geschichte wollen wir dieses Thema beginnen. Wie kann ein Mensch angesichts einer solchen Tragödie am Leben bleiben, geschweige denn wieder zur Ruhe finden? Das ist eine sehr wichtige, das ist eine sehr gewichtige Frage. Wie schafft man das? Wie kann das gehen, dass man alles verliert? Sein Hab und Gut und das Allerschlimmste, die ganze Familie, die ganzen Kinder waren weg, er und seine Frau sind übrig geblieben. Wie kann man darüber hinwegkommen? Ich habe euch einen Text mitgebracht heute, den wir uns anschauen wollen. Der steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8. Die Verse 23 bis 27, ich lese das jetzt mal vor und wir wollen uns ein paar Minuten darüber Gedanken machen. Und er, Jesus, trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen: Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen: Wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Mit diesen wenigen Sätzen wollen wir uns in den nächsten Minuten mal beschäftigen. Ihr werdet merken, das ist genau der Abschnitt nach dem, den wir vorigen Monat uns angeschaut haben. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, letzten Monat ging es um das Thema, es kostet dich alles. Da ging es darum, dass Jesus uns vorgestellt hat, was er unter Nachfolge versteht.
Es kam ein Schriftgelehrter zu ihm, es kam ein anderer zu ihm, es kamen verschiedene Leute zu ihm, wo er verschiedentlich geantwortet hatte. Ja, da geht es darum, dass Gott, dass Jesus kein Haupt, kein Platz hat, wo er sein Haupt hinlegt, dass er kein Bett hat und so weiter, dass die Füchse das haben, die haben Höhlen, die Vögel des Himmels, die haben Nester, Jesus hat nichts dergleichen. Dann ging es darum, dass ein anderer Mann zu ihm kam und gesagt hatte, er möchte doch erst seine Familienangelegenheiten lösen und bearbeiten, dann würde er ihm nachkommen. Und Jesus hat gesagt, komm, entscheide dich jetzt, was dir wichtiger ist, folge mir nach oder geh wieder nach Hause und kümmere dich um deine Familienangelegenheiten, die auch jemand anderes an deiner Stelle machen könnte. Und davor haben wir uns damit beschäftigt, dass eine Frau Fieber hatte, von Petrus, die Schwiegermutter, und dass Jesus im Haus dieser Frau war. Und das alles zusammen mit diesem Abschnitt ist einmal eine Momentaufnahme. Das ist so ein Abendgeschehen gewesen. Und das ist jetzt die dritte Szene sozusagen. Wir haben also das erste gehabt, Jesus heilte eine Frau mit Fieber und heilte alle, die an das Haus von Petrus hingekommen sind. Das war vor 2 Monaten. Letzten Monat also haben wir gehört, dass Jesus dann aus dem Haus rausging, dass er dann in das Schiff steigen wollte und über den See Genezareth fahren wollte. Und er wurde unterbrochen von diesen 3 Leuten, die gekommen sind und ihn gefragt haben, was es auf sich hat mit der Nachfolge Jesu. Und jetzt ist er fertig mit dieser Unterredung und es heißt, als er jetzt in das Boot steigt oder hier, er trat in das Schiff hinein. Er setzte sich also, und es waren keine Kreuzfahrtschiffe, so wie heute, große Dinger, große Gehöfte, kann man fast sagen, Luxusliner, sondern das waren ganz normale Holzkähne, Fischerboote und vielleicht mit einem Segel, ansonsten mit Rudern. Und Jesus ist jetzt in diesem Schiff, die 12 dabei. Das heißt an anderen Stellen, dass noch ein paar andere Schiffe mit dabei waren. Und jetzt sollte es an das andere Ufer des Sees gehen, Abend. Es war also Abend, es wurde dunkel dann. Und dann heißt es auf einmal, ich habe euch die Verse wieder markiert, in Gelb diesmal, auf einmal erhob sich ein großer Sturm auf dem See, Genezareth. Und es war nicht so wie heute, heute hat man das alles vorausgesehen, heute sieht man das alles voraus oder hat es vorausgesehen. Es gibt aufs Handy eine Unwetterwarnung, da liest du zum Beispiel, betritt nicht dort und dort das Gebiet oder verlass nicht dein Haus, sondern es kommt Sturm, bleib lieber zu Hause. Aber das gab es damals nicht, es gab keine Unwetterwarnungen. Und so machten sie sich auf und befanden sich plötzlich mitten in einem großen Sturm. Und wir können uns vorstellen, was das bedeutet, wenn man auf dem Wasser ist und die Wellen werden immer höher und der Sturm peitscht immer mehr, dass das nicht von ohne ist, dass das richtig gefährlich werden kann. Und nun sagt der ein oder andere, naja gut, das war hier ein See, Genezareth, das kennt man ja eigentlich nur vom Meer, das aufgewühlte Meer, nicht mal vom Mittelmeer unbedingt, aber vielleicht der Atlantik oder auch andere Gewässer. Es ist gut zu wissen, dass der See Genezareth 200 Meter etwa unter dem Meeresspiegel liegt. Und wenn man nördlich schaut, da erhebt sich das Hermongebirge oder Berg Hermon vorrangig auf etwa 2800 Meter. Das heißt, man ist auf dem See und sieht in der Ferne einen Berg, der ist fast 3 Kilometer hoch. Ja, also der See Genezareth 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und es heißt, dass von Mai bis Oktober starke Winde sehr häufig fallen. Das heißt direkt so, sogenannte Fallwinde. Und die sind normalerweise so, dass sie durch diese engen Schluchten sausen, in diese Senke hinein und die können plötzlich dann auf den See Genezareth fahren und erzeugen dort ganz starke Winde. So richtig plötzlich sind die da. Das sind so Fallwinde, die kommen von diesem Berg, gehen runter auf das Wasser und dann gehen die Wellen auf einmal hoch und der Wind stürmt. Und so können wir uns das vorstellen. Ja? Es erhob sich ein großer Sturm. Andere Übersetzungen schreiben, plötzlich war das da, ganz plötzlich. Und viele kennen das aus ihrem Leben. Plötzlich befindet man sich in einem Sturm aus Schwierigkeiten und Nöten.
Jürgen, wir freuen uns besonders, dass du wieder da bist, dass du jetzt die Reha hinter dir hast und dass du das jetzt hinter dir hast. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei dir so gewesen ist, als du den Fahrradunfall hattest. Das war ein plötzlicher Sturm. Das kam plötzlich, kam das, und das war da. Und du hast dich mittendrin befunden. Ganz plötzlich. Und es ist meistens so im Leben, dass sich das gar nicht so anbahnt. Die Dinge, in die wir reingestellt werden, das kommt auf einmal, ist es da. Wie so ein Fallwind, der von oben runterkommt. Und dann steht das davor, dann stehen wir mittendrin und dann peitscht uns das um die Ohren und wir haben große Herausforderungen, damit umzugehen. Es gibt also für solche Schwierigkeiten im Leben keine Vorwarnung. Oder Christiane, bei dir, als du den Unfall hattest, genau das Gleiche. Das kommt plötzlich. Oder eben jetzt, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, von Hilde, dem Mann, plötzlich. Da gibt es keine Sturmwarnung oder dergleichen. Und da kann das ein Bild sein unseres Lebens, was wir hier sehen in diesem Abschnitt, womit wir zu kämpfen haben, womit wir herausgefordert sind. Die Dinge, die kommen einfach, die sind da. Und wir müssen dann, wohl oder übel, auch damit umgehen lernen. Und das ist deswegen, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Wir leben nicht mehr im Paradies. Adam und Eva wurden vertrieben. Und es heißt, ein Engel verschloss das Paradies und stellte sich als Wache auf. Im übertragenen Sinn natürlich. Der Sündenfall in Eden hat alles, wirklich alles, mit in den Abgrund gerissen. Und das ist auch der Grund, warum es auf der Welt so viel Elend gibt. Und das ist auch der Grund, warum Leid und Elend auch vor Menschen nicht Halt macht, die Jesus nachfolgen. Weil wir noch in dieser verlorenen Welt sind. In dieser Welt, die vom Sündenfall her durchgängig charakterisiert ist. Und da gibt es eben so viele Herausforderungen. Da gibt es Krankheiten, mit denen wir herausgefordert sind. Da gibt es Depressionen, da gibt es Einsamkeit, da gibt es Angst. Da gibt es auch Streit, da gibt es Krieg. Ja, es ist, brauche ich ja gar nicht viel erzählen, dass wenige Luftlinienkilometer von hier entfernt sich jetzt Leute gegenseitig beschießen. Das sind Stürme, die aufziehen und sie toben. Und wir sind mit unserem Lebensboot mittendrin. Ja, guck mal, die Leute, die haben sich in ein Boot gesetzt. Jesus stieg in ein Boot mit den Jüngern. Und dieses Boot, das kann so für unser Lebensboot stehen. Wir befinden uns auf einem aufgewühlten See mit unserem Leben. Und ich bin überzeugt, wenn ich jetzt das Mikrofon rumgeben würde, könnte jeder von euch aus seinem Leben von so manchem Sturmwind berichten. Und könnte jetzt etwas erzählen, wo es ihm so ergangen ist und wie es ihm so ergangen ist. Ich bin davon überzeugt, dass, mal abgesehen von den Kleinsten natürlich, die hier sind, aber dass sonst jeder von uns da richtig viele Geschichten und Begebenheiten erzählen kann, wo ihr in einem Sturmwind wart, wo ihr gemerkt habt, wie der Gegenwind bläst und wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, wie er euch gegen die Wand gedrückt hat oder unter Wasser gedrückt hat und wie man manchmal das Gefühl hatte, man ertrinkt. Und wie die einzige Rettung in Jesus zu finden war. Das ist ja auch das, was wir dann hier sehen. Da kommen wir dann noch gleich drauf, auf diesen wunderschönen, wunderbaren Gedanken. Und ich selbst kann es auch bestätigen, ich kann euch auch einige Geschichten, Begebenheiten aus meinem eigenen Leben berichten, wo ich in so einem Sturmwind gewesen bin, wo plötzlich dieser Fallwind kam aus dem Gebirge. Im Parallelevangelium Markus 4, Vers 37, was ich jetzt hier nicht auf der Wand habe, steht: Es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Ist auch interessant. Die Wellen wurden immer höher, das Wasser schwappte rein ins Schiff und es begann sich mit Wasser zu füllen. Als wir Kinder waren, sind wir manchmal Ruderboot gefahren, hier auf dem Stausee. Wir waren sogar mal von Görlitz nach hier im Quitzdorf am Stausee im Urlaub 14 Tage. Macht man heute überhaupt nicht mehr, für eine Viertelstunde Weg auf der Straße in Urlaub fahren, 14 Tage, aber es war halt damals so. Und da erinnere ich mich dran, da sind wir Ruderboot gefahren und da sind wir mit einem dieser Boote gefahren, das war irgendwie nicht ganz dicht im wahrsten Sinne des Wortes.
Und das Wasser, das kluckerte so rein von unten. Da lagen unten so ein Holzgitter drin in dem Ruderboot. Und dann hat man gemerkt, dass wenn man mit den Füßen dort drauf war, dass das Wasser dann hochkam. Und es wurde immer mehr und wir mussten natürlich dann umdrehen, weil sonst wären wir wahrscheinlich abgekluckert sozusagen. Also das Wasser kommt von unten oder hier in dem Fall kommt von der Seite und erfüllt das Boot. Manchmal ist es in unserem Leben so. Da merken wir, wie das Wasser reinschwappt in unser Leben, wie das immer mehr wird. Wie uns die Schwierigkeiten mehr und mehr zu schaffen machen. Wie unser Lebensboot mit Wasser vollläuft, sozusagen. Und dann merken wir, wie das tobt, wie der Sturm tobt und das Wasser dann in unser Leben hineinläuft. Und es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Und wenn wir uns hier reinversetzen in die Situation, die Leute hier auf dem See Genezareth, dann wurde es ja auch noch dunkel, es war also irgendwann auch Nacht, dann sagen wir, dass das eine ganz tolle Situation ist hier, oder? So richtig entspannt. Nein, im Gegenteil. Ihnen stand das Wasser buchstäblich bis zum Hals. Das kennen wir auch aus unserer Umgangssprache. Das kennen wir alle. Das sagt man manchmal, wenn man nicht mehr weiter weiß, wenn man zu viel Stress hat oder wenn man andere Sachen hat, da sagt man, mir steht das Wasser bis zum Hals. Manchmal sogar noch höher, Oberkante, Unterlippe. Wenn es nicht mehr weitergeht, kann man das schnell mal sagen. Wenn einem die Schwierigkeiten und die Herausforderungen überrollen wollen im Leben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Vers 25. Die Männer im Schiff können der Not allein nicht Herr werden. Das schaffen sie nicht. Ja, das kann man vergessen. Es war jetzt nicht so ein Ruderboot bloß, das war schon ein bisschen größer, ein Angelkahn. Und das kannst du vergessen beim Sturmwind, das anfangen zu schöpfen oder mit den Händen das Wasser rauszumachen aus dem Schiff. Das geht nicht. Das heißt, sie sind dieser Notsituation allein nicht Herr geworden und sie drohten zu ertrinken. Und was passiert jetzt? Sie wenden sich an Jesus. Sie wecken ihn auf. Und wisst ihr, was mir hier aufgefallen ist? Das ist das Eingeständnis ihrer Machtlosigkeit. Sie hatten keine Macht über die Umstände, keine Chance. Und das haben sie jetzt gemerkt. Sie hatten vielleicht versucht, noch alleine irgendwie was zu machen, aber dann haben sie gemerkt, nee, das ist uns zu viel, das schaffen wir nicht. Wir gehen unter. Das ist uns viel zu gefährlich. Also wir müssen uns eingestehen, dass wir es allein nicht schaffen in unserem Leben. Das ist ganz wichtig. Denn sonst werden wir nie nach Hilfe suchen. Wie ist es bei uns? Meistens ist es so, zumindest in unserem Denken, dass wir das Heft des Handelns gerne selbst in die Hand nehmen. Und selbst wenn wir merken, dass wir vielleicht anfangen zu sinken im Wasser, hält uns unsere Sturheit davon ab, Hilfe in Anspruch zu nehmen, oder? Ja, das ist so oft so in unserem Leben. Machen wir lieber selber, das schaffe ich schon. Und dabei ist das Wasser schon im Mund gelaufen, ja, wenn wir bis zum über dem Hals im Wasser stehen und trotzdem mit vollem Mund reden wir dann noch, das schaffen wir irgendwie alleine. So stur sind wir, so engstirnig. Die Bibel sagt, verhärteter Nacken, ja, so richtig, mach ich so, basta. Aber die Jünger, die taten das nicht, zumindest jetzt nicht mehr. Sie gingen zu Jesus im Boot und weckten ihn. Wann fragt denn der Mensch nach Gott? Wenn es ihm gut geht? Wann fragt der Mensch nach Gott? Wenn es ihm gut geht? Nee. Fragt er nach Gott, wenn sein Lebensboot seelenruhig durchs Wasser schippert? Oder fragt er dann nach Gott, wenn die Not so groß ist, dass er zu ertrinken droht? Dass er selbst sich nicht mehr helfen kann? Greift er dann zum Rettungsring? Ja, das tut er. Bei Rettungsschwimmern ist es ganz interessant. Wenn die gerufen werden und es ist jemand am Ertrinken, in der Ostsee oder im Mittelmeer oder was weiß ich wo,
dann schwimmt der Rettungsschwimmer an diese Person heran, die am Ertrinken ist, und er rettet sie nicht sofort. Er wartet. Er wartet bis zu dem Moment, wo diese Person aufhört, allein zu versuchen, an der Wasseroberfläche zu bleiben, um sich schlägt und so weiter und alles Mögliche versucht, um oben zu bleiben. Er wartet ab, weil nämlich sonst der Rettungsschwimmer selber mit runtergezogen wird. Und so muss es sein, auch wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zum Sohn Gottes kommen, dass wir aufhören, selber zu kämpfen. Aufhören, selber versuchen, unser Boot leer zu schöpfen. Das können wir nicht. Die Schwierigkeiten in unserem Leben, die können wir alleine nicht bewerkstelligen. Und erst dann packt der Rettungsschwimmer zu, wenn er schon fast am Untergehen ist, und greift zu und legt ihn an eine bestimmte Position und zieht ihn sicher an Land. Also halten wir fest, der Mensch fragt dann nach Gott, wenn er nicht mehr kann, wenn er nicht mehr weiter kann. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Gott manches in unserem Leben zulässt, damit wir an den Punkt kommen und sagen, ich kann nicht mehr. Herr, hilf mir. So wie hier. Herr, rette uns, wir kommen um. Wir kommen um. Wir sterben, wir ertrinken. Man sagt, Not lehrt beten. Und Herr, rette uns ist ein Hilferuf, ist ein Gebet. Herr, hilf uns. Hilf mir. Im Alten Testament steht im Psalm 50, Vers 15, rufe mich an am Tag der Not und ich will dich erretten. Und du wirst mich verherrlichen, du wirst mich ehren, du wirst zu meiner Ehre leben. Das kann man fast hier vergleichen mit dem Rettungsschwimmer. Rufe mich an am Tag der Not. Ruf um Hilfe und dann komme ich und ich rette dich. Und dann geht's weiter. Jesus war wach. Ich mache mir immer wieder Gedanken, was das zu bedeuten hat, dass Jesus mitten in diesem Sturmwind geschlafen hat. Ich meine, kein normaler Mensch kann noch schlafen. Ja, also ich habe bis heute keine Antwort gefunden. Manche sagen, er war einfach von einem Tagesgeschäft vorher so kaputt, dass er einfach eingeschlafen ist und den Sturmwind einfach nicht mitbekam. Kann sein. Wir erinnern uns ja, was vorher war. Die vielen Unterredungen, dann abends in dem Haus von Petrus. Und davor war ja auch noch so viel, was er gemacht hat. Also es kann sein, dass er richtig kaputt war. Es kann aber auch sein, dass er hier einfach zeigt, dass er Gott ist. Und dass es auch ein Sinnbild ist dafür, dass er über den Umständen steht. Über den Umständen steht. Vielleicht. Auf jeden Fall ist er hier wach. Er ließ sich also wecken von den Jüngern und er spricht zu ihnen, was seid ihr denn so furchtsam? Ja, habe ich mir auch gefragt. Ich meine, jeder ist doch eigentlich, hat doch Angst, wenn er in so einem Schiff sitzt und droht zu kentern. Und der Herr sagt jetzt, Jesus sagt jetzt zu denen, was habt ihr denn Angst? Ja, also ich hätte auch Angst gehabt, wahrscheinlich. Und du wahrscheinlich auch. Was seid ihr denn so kleingläubig? Also kleingläubig heißt ja, habt ihr denn kein Vertrauen zu mir? Könnt ihr euch nicht erinnern, dass ich so viel getan habe schon, um Menschen zu retten, um geheilt habe und so weiter? Warum vertraut ihr mir denn nicht? Machen wir ja auch oft, manchmal nicht, ich sag nicht oft, aber manchmal verlieren wir ja auch so ein bisschen den Glauben und sind kleingläubig und sagen, kann das wirklich sein, kann das stimmen, wird das so werden? Und dann ertappen wir uns am Zweifeln, dann ertappen wir uns am Kleinglauben. Und da sind wir gar nicht besser als die Leute, die hier in dem Schiff sitzen. Und wir brauchen uns gar nicht erheben über die und sagen, ach, die, guck dir die mal an, wir sind eigentlich genauso. Das sieht man daran eben, dass wir die Dinge selber in die Hand nehmen wollen, gerne. Weil wir Gott nicht vertrauen, der besser weiß manchmal. Und der viel besser auch mit unserem Leben zurechtkommt und weiß, was gut für uns ist. Und es liegt vielleicht auch manchmal daran, weil wir auf die Umstände sehen. Wenn ich in dem Boot gesessen hätte und ich hätte den Wind, sieht man ja nicht, aber man hätte den Wind gespürt und man hätte jetzt die Wellen gesehen und das volllaufende Boot. Das sind ja alles Dinge, die man sieht. Die hat man in den Augen, die hat man vor Augen. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, wenn man auf die Umstände sieht, auf die Schwierigkeiten sieht, dann wendet man die Blicke weg von Jesus.
Also du kannst nur auf die Umstände schauen, auf die Schwierigkeiten sehen oder Jesus im Blick haben. Beides kannst du nicht machen. Und in dem Moment, als die Leute, die hier im Boot saßen, eben gesehen haben, was hier los ist, was jetzt hier passiert, haben sie ihre Blicke weggewandt von Jesus und haben auf die Schwierigkeiten geschaut. Und dann passiert genau das, dann fängt man an zu zweifeln, dann fängt man an, kleingläubig zu werden. Und da heißt es hier in diesem Vers, er stand auf und er befahl den Winden und dem See und es entstand eine große Stille. An anderer Stelle heißt es in Markus 4, Vers 39 steht, er stand auf, er befahl dem Wind und er sprach zum See, schweig und werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Hast du schon mal ausprobiert, sowas zu tun? Den Umständen irgendwie versucht zu sagen, Schluss jetzt. Manchmal wünscht man sich das ja. Schluss jetzt damit, endlich. Schweig. Passiert überhaupt nichts, wenn wir das machen. Doch hier spricht jemand anderes. Hier spricht der Gottessohn selber, der die Naturgewalten trägt. Und deshalb hören die Naturgewalten natürlich auch auf ihn, wenn er spricht. Hier spricht der, der gesagt hat, es werde Licht in 1. Mose 1 und es wurde Licht. Und es werde die Erde und es wurde die Erde. Und es werden die Tiere und die Tiere wurden. Es spricht der, der gesagt hat, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Der spricht hier. Und natürlich hört dann der Wind sofort und ist ruhig. Ich habe gelesen, normalerweise ebbt so ein Sturm Stück für Stück ab. Es wird immer weniger, bis es windstill ist. Weil der Wind, habe ich gelesen, zieht so einen sogenannten Schweif hinter sich her. Und hier ist sofort Stille. Sofort. Das zeigt uns, hier haben wir es mit jemandem zu tun, der muss Gott sein. Es geht gar nicht anders. Jesus ist Gott. Unbegreiflich. Die Naturgewalten hören auf ihn. Das Wasser wurde sofort still. Wie so ein Spiegel. Haben wir vielleicht auch schon gesehen, so ein ganz glatter See, der Mond scheint, ganz glatter See und der Mond spiegelt sich in diesem Wasser. So war das doch damals. Nichts mehr zu sehen von den tosenden Wellen. Und Jesus sagt, schaut doch mal, ich gebiete diesen Naturgewalten und ihr könnt mir doch vertrauen. Dann vertraut mir doch mal. Und das sagt er auch zu uns. Der ich so eine Macht habe, der ist doch vertrauenswürdig. Dem kann ich mich doch anvertrauen, mit meinen Nöten, in meinen Stürmen des Lebens. Auch wenn er nicht alles zum Schweigen bringt, im übertragenen Sinn, auch wenn Lebensstürme über uns gehen und die sind nicht immer sofort weg. Trotzdem darf ich ihm doch vertrauen und gerade in diesen Stürmen darf ich ihm vertrauen. Und werde merken, wie er mir zur Seite steht und wie ich in ihm geborgen bin. Und alle, die das gemacht haben, die können das bestätigen. Und was ist mit den Leuten hier? Vers 27, die Menschen verwunderten sich. Das hat es ja noch nie gegeben. Das ist ja unmöglich, was hier passiert. Sie wunderten sich. Ja, sie wunderten sich auch im positiven Sinne. Und sie staunten. Wer ist dieser? Was ist das für einer, der das kann? Dem selbst die Winde und der See gehorsam sind. Was muss das für jemand sein? Manchmal wundern sich die Leute über Jesus Christus. Manchmal wundern sich die Leute über Christen, die nach der Bibel leben und die sagen, ja, die sind irgendwo aus dem Mittelalter abgeblieben, hier im 21. Jahrhundert. Die sind irgendwie, manche sagen sogar, die sind nicht ganz bei Trost, die Bibel lesen und auf das vertrauen, was da drin steht. Aber das sagen eigentlich nur die sich noch nie richtig damit beschäftigt haben. Mit denjenigen, mit denen wir sprechen, die sich anfangen, damit zu beschäftigen, die fangen selber an zu staunen. Die fangen selber an zu staunen über den Sohn Gottes, über Jesus, weil sie nämlich merken, dass es echt, wie er Leben verändert, wie er Menschen verändert, von der Pike auf,
wie er Abhängige frei macht, wie er neues Leben schenkt, neue Möglichkeiten, neues Herz gibt und so weiter, wie Menschen sich verändern, was menschlich gar nicht erklärbar ist. Und sie wundern sich über diesen Jesus, der hier genannt ist. Und vielleicht ist es auch bei uns, bei dir heute so, dass du dich über ihn wunderst. Und er möchte, dass du von diesem Wundern zum Verstehen kommst, dass er der Schöpfer ist, der Allmächtige, der Allwissende, der dich retten will, der dir helfen will, der dir vergeben will. Und ich möchte einfach fragen, was hindert uns denn, zu ihm zu gehen? Wenn es uns nicht gut gehen sollte, wenn wir in einer Sturmsituation sind, was hindert uns eigentlich dran, zu ihm zu gehen? Unser Stolz. Ich pack das alleine. Und wieder bin ich in der Situation und sage, ich schaffe das alleine. Und wieder ist eine Möglichkeit verstrichen, das Jesus Christus hinzulegen und zu sagen, hilf du mir bitte. Was hindert dich daran, zu ihm zu beten und ihn um Vergebung zu bitten? Dafür, dass du bis jetzt von ihm nichts wissen wolltest, selbst dein Leben geführt hast. Die Bibel sagt, dass Gott reich ist an Erbarmen. Er möchte dir so gerne vergeben. Und alle, die das in Anspruch genommen haben, hier die Vergebung ihrer Schuld haben, die werden das alle bestätigen können. Das ist die wichtigste und beste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Zu sagen, Herr Jesus Christus, bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir, dass ich alleine durchs Leben geschlendert bin ohne dich. Du hast ein Anrecht auf mich, weil ich dir gehöre. Bitte vergib mir und mach mein Leben neu. Es ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Und Jesus Christus möchte dir so gerne vergeben, so gerne. Den Preis dafür hat er bezahlt, als er am Kreuz für dich starb und auferstand. Und ich lade dich ein, zu Jesus Christus zu kommen, durch ein einfaches Gebet. Du kannst es ganz alleine tun. Wir können auch miteinander sprechen, wir können noch uns austauschen. Ich komme zurück zum Anfang. Diese Geschichte haben wir uns zu Beginn angesehen, von Horatio Gates Befford. Ich habe das vor Jahren schon gelesen, diese Geschichte, als ich mich mit manchen Liedern beschäftigt habe, manchen Glaubensliedern, die alle eine bestimmte Geschichte haben. Und das hat mich damals schon sehr herausgefordert, darüber zu lesen. Und wir haben uns am Anfang gefragt, wie man es schaffen kann, wie man derartige Nöte, wie sie diese Familie, dieses Ehepaar durchlitten hat, wie man diese ertragen kann und wie man sie tragen kann, ohne daran zu zerbrechen. Menschlich gesehen geht das nämlich nicht. Das ist unmöglich. Ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Wenn einem sowas widerfährt und man hat keinen festen Halt, man weiß nicht, wer einem wirklichen Trost geben kann, wie man das aushalten soll, das geht nicht. Geschweige denn, wirklich festen Boden unter den Füßen zu behalten. Und wenn man die Geschichte dieser Familie weiterliest, dann sieht man, dass diese Familie dann nach Israel ausgewandert ist, nach Jerusalem, wo sie dann gearbeitet haben, wo sie noch ein Kind bekommen haben und so weiter und so weiter. Also sie haben natürlich Schmerz gehabt, unendlichen Schmerz aufgrund dieses Verlustes. Aber sie wussten sich getröstet, weil sie einen festen Halt im Leben hatten und wussten, ihre Kinder sehen sie wieder im Himmel. Sie glaubten an Jesus Christus und sie vertrauten Jesus Christus, der am Kreuz für sie starb. Und das war der Grund, warum sie das tragen und ertragen konnten. Das heißt nicht, dass sie das alles so zur Seite geschoben haben und jetzt munter weiter, überhaupt gar nicht. Die sind durch ganz schlimme Zeiten gegangen danach, durch Trauer und so weiter, was völlig normal ist. Aber sie wussten, dass sie in den Händen ihres Herrn und Erlösers Jesus Christus gut aufgehoben sind. Sie hatten die Hoffnung. Und ein Mensch, der Hoffnung hat, der kann in Stürmen des Lebens bestehen. Ein Mensch ohne Hoffnung, den wird es umhauen. Aber ein Mensch mit Hoffnung, er fällt auch, aber er steht wieder auf. Das ist der Unterschied. Und diese Hoffnung,
die will uns Jesus Christus geben. Der Glaube an ihn und das Vertrauen auf ihn, das gibt Kraft, Zeiten durchzustehen, die nicht einfach sind. Erinnert ihr euch noch an die Berge des Hermongebirges, was ich gerade am Anfang versucht habe zu sagen? Wo die starken Fallwinde hervorkommen oder herunterkommen? Da gibt es einen Psalm, der heißt der Psalm 121 in den Versen 1 und 2. Dort steht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen und sage, woher kommt mir Hilfe? Also mit anderen Worten, ich bin auf diesem See und ich sehe diesen Riesenberg vor mir und ich schaue hoch zu diesem Riesenberg, vielleicht diesen Berg, wo der Sturm herkommt und sage, woher wird meine Hilfe kommen? Woher? Dann geht's weiter. Und dann besinnt er sich, der das geschrieben hat, Psalm 121, und sagt, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist genau das aus dieser Situation hier und auch was diese Familie hier durch hat. Das feste Vertrauen auf Jesus Christus gibt Kraft und neuen Mut, auch in den stürmischsten Zeiten. Zum Abschluss noch ein Zitat von Robert Chapman. Er schreibt, Glaube ist wie ein gutes Tau. Auch wenn es gestreckt und gespannt wird, zerreißt es nicht im Sturm. Finde ich ganz wunderbar, dieses Zitat.